Flaschenpost Podcast, der Talk. Hallo allerseits, willkommen beim Flaschentalk. Ich bin auf dem Bundesparteitag 19.2 der Piraten in Bad Homburg. Ich habe den Christos Thingeluthis getroffen und wir dachten, wir machen mal wieder einen Podcast und sprechen so ein bisschen über die Vergangenheit, in erster Linie über die Vergangenheit, vielleicht kommen wir auch noch zur Zukunft. Hallo Christos. Hi, ich freue mich mal wieder bei dir zu sein. Das ist schön. Ja, ich habe ja schon länger keinen Podcast mehr gemacht. Man muss die Zügel auch mal schleifen lassen. Also ist vollkommen okay. Ich habe ja auch ein sogenanntes eineinhalb Jahr-jähriges Sabbatjahr hinter mir. Also das ist ja war auch angenehm. Also wir haben uns ja kennengelernt, als du politischer Geschäftsführer im Bundesvorstand warst. Ja. Und wie ist es seitdem weitergegangen? Ich war danach ja noch Beauftragter für E-Sport so ein bisschen. Da habe ich ein, zwei... Ich habe in der Digitalkonferenz in Nürnberg einen Vortrag zu E-Sport gehalten. Das war ganz spannend. Dann habe ich im E-Sport-Bereich noch ein, zwei Sachen gemacht für mich selber. Dann habe ich gar keine Beauftragung mehr gehabt und habe ein absolutes Sabbatjahr, also sprich für mich keine Politik, rausgehen aus der Politikblase, aus der Piratenblase. Ab und zu mal, ja, über Twitter habe ich da mal was geschrieben oder gemeckert, aber ansonsten habe ich sehr viel private Zeit genutzt, alte Freunde mal wieder besucht, so das RL-Leben als solches genossen, wie es so schön heißt, wenn man dann außerhalb der Politikblase war. Es war schön, es war angenehm. Zwischendurch ist ja ein, zwei Wahlen passiert, wo wir hätten besser abschneiden können, meiner Meinung nach. Aber dafür müssen wir halt viele Sachen ändern bei uns selber, um das zu schaffen. Ja, mein Gott, es ist immer die gleiche Frage. Warum haben wir nur 0,4%? Man müsste mal so mit dem Finger schnippen und wieder bei 5% sein, dann würden die Leute einen wieder wahrnehmen oder so. Und dann, aber das geht ja nicht so einfach. Ja gut, wir sind ja irgendwann mal gestartet, wo ich dabei war, 2008. Da war es ja so, dass wir kein Programm hatten. Und ja, es war ja entscheidend, dass jeder interpretieren konnte, was die Piraten sind. Das war eine unserer Stärken. Jetzt ist diese Interpretationsmöglichkeit ja nicht mehr da. Wir sind ja ganz klar positioniert im Programm, in welcher Richtung auch immer, ob es gut ist oder schlecht, das ist jeden selbst überlassen. Aber wir haben nicht mehr die Interpretationsmöglichkeiten. Ich bin immer noch für ein Reset des Programmes. Ähnlich wie es ein, zwei andere Länder gemacht haben in Europa, die dann gesagt haben, wir gehen in eine gewisse Richtung, hauptsächlich Netzpolitik. Und wenn wir unsere Stärken, wo wir wahrgenommen wären, noch auch mal wirklich nach vorne pushen würden, dann bin ich schon überzeugt von, dass wir ein bisschen besser wären als die 0,4%. Also ich habe das so erlebt, am Anfang wurde gesagt, okay, ihr habt ja kein Programm, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Und dann haben wir ein tolles Programm gemacht und ich fand das besser als das der anderen Parteien. Bloß es interessiert letzten Endes auch niemanden, weil es niemand so richtig liest. Es werden nur von Journalisten vielleicht, die sich da mal die Mühe machen, das durchzulesen, so Schlagworte rausgenommen und dann öffentlich, da wird öffentlich so eine Diskussion drum angefangen. Wir haben auch noch ein anderes Problem. Es werden viele Ex-Piraten immer von der Presse genommen. Das heißt, Leute, die wahrgenommen werden als Piraten oder als ehemalige Piraten, die werden dann, kommen dann immer wieder in die Presse. Und die reden uns natürlich tot. Warum sollen auch Leute, die jetzt bei den Linken sind oder bei den Grünen oder bei der FDP oder wo auch immer, uns positiv gesonnen sein? Also das ist ja auch noch ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen aufpassen und sagen, ja gut, wir haben unsere Blase, wir kümmern uns um Mumble, wir kümmern uns um Programm, wir kümmern uns um viele Sachen, aber wir müssen auch nach außen gehen. Und der jetzige Bundesvorstand oder der neue Bundesvorstand und die Leute drumherum müssen natürlich das als allererstes schaffen, dass Leute nach vorne kommen oder in die Presse kommen. Mithilfe der Mandatsträger, die wir noch haben, ist es aus meiner Sicht machbar. Na gut, also da fällt mir natürlich, was so aktuelle Entwicklungen angeht, der Europawahlkampf ein, der ist ja eigentlich sehr gut gelaufen. Da hat man so das Gefühl, jetzt werden wir wieder wahrgenommen und die Leute wählen uns, vielleicht kriegen wir auch mehr als 0,4%. Und dann gab es ja so den einen oder anderen Skandal, wo man letzten Endes auch nur viele Sachen erzählt bekommen hat und nicht genau weiß, was tatsächlich passiert ist. Vielleicht weiß das auch kaum jemand, was wirklich passiert ist.
Aber das war so ein Schlag in die Magengrube. Also ich hatte ja mit Jill noch gesprochen gehabt und er hat mir versichert, dass da nichts war. Dass dann natürlich die Julia austritt, medial wirksam mit dem Maximum, war für uns alles andere als positiv. Was ich schade fand, wir haben sie ins Europaparlament gebracht als Partei. Ich habe selber noch Wahlkampf für sie gemacht. Ich fühlte mich da schon ein bisschen verletzt von ihr, im Sinne von, dass sie hätte das nach der Wahl machen können, aber sie hat es kurz vor der Wahl den Austritt bekannt gegeben, medial sehr, sehr wirksam. Und das hat uns meiner Meinung nach am meisten geschadet, dass Julia einfach gesagt hat, okay, ich trete aus, weil XY Gründe, die noch nicht mal juristisch verstanden, sondern einfach aus ihrer Blase, aus ihrer Sichtweise. Und das fand ich persönlich verletzend und auch persönlich schade. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe auch schon allerlei erlebt. Manchmal ist man mit so einer Situation, wenn alles auf einen einprasselt, schlichtweg überfordert. Ich glaube, ich weiß es nicht, ist nur mein persönlicher Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass Gilles einfach nicht wusste, was er machen soll, so richtig konkret, um da so gut rauszukommen. Also den Shitstorm, den Gilles hatte, den möchte ich nicht haben. Ich auch nicht. Also das, was dieser Junge erlebt hat, also ob er es gemacht hat oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. War teilweise schon unmenschlich, meiner Ansicht nach. Also der Druck, den er gekriegt hat, ist aus meiner Sicht fatal gewesen. Ja, na gut. Gucken wir in die Zukunft. Ich meine, wir wollten über die Vergangenheit reden. Es gab noch andere Sachen. Wie hast du deine Zeit im Bundesvorstand so erlebt, jetzt im Nachhinein aus mit diesem Abstand? Wie war das so für dich? Also ich bin ja damals 2014 in Halle gewählt worden. Wir hatten ein Konzept, wo wir Kampagnen und etc. machen wollten. Natürlich haben wir uns dann Budgets überlegt, was wir dafür haben wollen. Dann haben wir halt festgestellt, es ist ein bisschen schwieriger, weil die Budgets, die wir haben wollten, gab es nicht. Es gab nicht das Geld, was wir uns vorgestellt haben, um das umzusetzen. Wir haben erstmal ein Krisenmanagement geführt, ein Jahr lang. Der erste Bufo, der versucht hat, im Endeffekt die Partei finanziell zu retten. Und das war dann auf einmal von einem zukunftsträchtigen, wir gehen in die Zukunft, nein, wir retten die Partei. Und das war im ersten Jahr so das Wichtigste, was wir überhaupt gemacht haben, alle Bahnen nach vorne zu bringen. Ich weiß noch, da haben wir Mitarbeiter entlassen müssen, dann mussten wir nach Berlin fahren, aus der Pressestelle ein, zwei Leute entlassen. Das war alles anders, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Mir war nicht bewusst, dass die Gelder so sich dargestellt haben vorher. Ich kam aus einem gesunden Landesverband als Vorsitzender und da hatten wir teilweise mehr Geld zur Verfügung als auf Bundesebene. Das war schwierig. Im Nachhinein war es halt auch schwierig, alle Bedürfnisse von jedem einzelnen Piraten zu erfüllen. Wenn du in so einer Position bei den Piraten bist, hatte mal einer gesagt, du wirst irgendwann mal auf ein Podium hochgesetzt und dieses Podium beinhaltet, dass du dann alles machen musst oder auch erledigen musst. Das ist schwierig. Ich hatte zum Glück ein fabelhaftes Team, was mich immer unterstützt hat und dementsprechend fand ich die meiste Zeit sehr, sehr angenehm. Und es hat mir auch Spaß gemacht, im Bufo zu sein. Ja. Ich meine, da ist doch auch der persönliche Werdegang wichtig. Ich glaube, du bist irgendwie Unternehmer oder so. Und da ist man ja zwangsläufig für solche Posten eher geschaffen, als wenn man gerade, Anfang 20 ist und noch nichts erlebt hat im Leben oder so. Nee, bin ich gar nicht. Gerade bei den Piraten finde ich das eigentlich eher wichtig, dass man die Mischung in so einem Vorstand hat. Einen jungen Menschen dabei, einen älteren Menschen. Das gibt verschiedene Perspektiven in der Diskussion. Gerade wenn du abstimmst, wenn du miteinander mumbelst, wenn du miteinander in Wochenenden dich triffst, ist es aus meiner Sicht eher schon so, dass man sagt, es ist wichtig, verschiedene Perspektiven zu haben. Und auch verschiedene. Es ist auch in Ordnung, wenn man verschiedene politische Meinungen hat. Wenn man insofern den Respekt vor dem anderen hat. Wenn man keinen Respekt voreinander hat, dann wird das ein Problem. Wenn du dann auf einmal anfängst, persönliche Kritik oder mit Kritik zu verwechseln, dann ist das ein Problem in jedem Gremium. Ist egal, ob du im Kreisvorstand bist, im Landesvorstand oder im Bundesvorstand. Ich würde mir wünschen mittlerweile, dass bevor du im Bufo gehst, also im Bundesvorstand, dass du wenigstens vorher so
diese sogenannte Hierarchie hinter dir genommen hast. Also sprich, Landesvorstand irgendwo mal gearbeitet hast vorher und dann davor idealerweise vielleicht sogar Kreisvorstand oder was weiß ich, Bezirksvorstand oder was es da für Vorstände gibt. Also das wäre schon aus meiner Sicht ideal. Gut, also ich kann mich nur daran erinnern, vielleicht, also ich war damals, wäre mit 20 völlig überfordert gewesen mit so einem Amt. Also Bufo sowieso, aber auch Kreisvorstand oder so. Mit 20 wäre ich sicherlich nicht in der Lage gewesen, das zu leisten, was ich mit damals Anfang 40 geleistet habe. Da gebe ich dir recht, ja. Also mit 20 hätte ich die Shitstorms, die ich um die Ohren gekriegt habe oder die Außendarstellung oder sonst was, das wäre schon schwieriger gewesen. Aber es muss ja auch kein 20-Jähriger an einer Schlüsselposition sein. Man kann ihn ja auch als Vertreter aufbauen, als Beispiel. Gut, also da fällt mir spontan Marina Weißband ein. Genau. Ich war damals in ihrem Team, habe sie unterstützt. Ich habe die Mailingliste der AG Bildung auf Bundesebene gelesen und an sie berichtet. Und sie hat ja auch in ihrem Buch geschrieben, dass sie dann durchaus am Anfang leicht überfordert war. Sie hat in ihrem Buch geschrieben, dann wurde mir klar, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ein größeres Stück abgebissen, als ich runterschlucken konnte. Marina hatte aber eine sagenhafte Art und Weise, die Leute zu verbinden. Sie war ja ein ganz anderer Typ Polgef als ich. Ja. Ich war ja mehr der Polterer, sage ich mal. Sie war ja mehr die Verbindungsperson. Die Person, die wirklich es geschafft hat, viele Lager zu vereinen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist, du kannst es nicht jedem recht machen. Du kannst in so einer Position, versuchst du zwar, aber du hast deine eigene persönliche Meinung. Aber du wirst trotz alledem immer das Programm nehmen. Bei Marinas Zeiten gab es nicht viel Programm. Bei meiner Zeit hatten wir schon mehr Programm, dass wir dann Neumarkt zum Beispiel beschlossen haben. Wobei die Leute ja, die teilweise die Programmpunkte bearbeitet haben und beschlossen haben, jetzt bei den Linken sind als Beispiel. Es ist schon ein bisschen schwierig, dann in so einer Position zu sein und dann seine persönliche Meinung teilweise persönliche Meinung sein zu lassen. Du bist aber Vertreter ja einer Partei. Dementsprechend vertrittst du auch die Programmatik. Also für mich gibt es zu den Piraten keine Alternative. Ich finde es immer persönlich enttäuschend, so gut wie ich die Leute, so sympathisch wie ich die Leute finde und wenn ich die Leute ganz toll finde, wenn die Piraten verlassen, finde ich schade. Finde ich echt schade. Die meisten, die Piraten verlassen haben, sind Sprungbrett Bufo, sage ich dazu. Die meisten, die ich kenne, die danach woanders Karriere gemacht haben, waren in Bundesvorständen. Ich will jetzt nicht die einzelnen Namen. Ja, ist auch egal. Die waren in Bundesvorständen, nach den Bundesvorständen haben sie sich etabliert oder was auch immer sie gemacht haben und sind dann in andere Parteien gegangen. Oder sind auf Bundesebene sehr aktiv gewesen und sind dann halt in andere Parteien gegangen. Weil es ist schon schwierig in der Bundesebene. Es ist nicht das Einfachste, was du dir bei einer Piratenpartei oder bei der Partei wünschen kannst oder arbeiten kannst. Du kannst kommunal relativ viel erreichen in kleinen Schritten. Du kannst auf Landesebene sicherlich was erreichen. Wenn da die Prozentpunkte wären, auf Bundesebene hast du 16 LVs. Das bedeutet 16 Landesverbände, die ihre persönliche Agenda haben und die ihre Agenda haben. Und dann geht es halt nicht mehr darum, was du möchtest, sondern du musst halt versuchen, den gemeinsamen Konsens zu finden, gerade in der Position. Und du hast das andere Problem, was ich sehe, du wirst nur für ein Jahr gewählt und dann im Endeffekt wäre das für 2 Jahre meiner Ansicht als Beispiel wesentlich besser. Ja, gut, also ich habe durch Gespräche mit Mandatsträgern erfahren, dass wenn man da reingewachsen ist, am Anfang, wenn man noch nicht so ein Mandat hatte, ist man erstmal, weiß man nicht, wohin der Hase läuft. Mhm. Aber wenn man gelernt hat, damit umzugehen, kann man durchaus was bewegen. Auch als einzelner Pirat. Kannst indem du auch, man, ja. Indem man mit Leuten redet, Kontakte aufbaut, sich vernetzt und dann wird man auch mal von aus der Verwaltung von jemandem angerufen, weil sich rumgesprochen hat. Man ist in Ordnung und mit dem kann man reden und dann. Das ist genau das Gleiche auf Bundesebene. Du brauchst diese Vernetzung. Diese Vernetzung, sei es mit Journalisten, sei es mit in dem Fall halt Bundestagsmandatsträgern von anderen Parteien. Du musst mit denen reden, sei es jetzt von der FDP, CDU oder welche auch immer Partei oder SPD, Linke etc. Mhm. Du musst ja mit denen reden, da kriegst du halt auch deine Informationen und das ist halt die Bundesebene. Der Bundesvorstand muss im Endeffekt nah am Bundestag sein. Das ist seine Aufgabe. Der Bundesvorstand momentan macht
parallel nichts, also keine aktuellen Thematiken, die man machen könnte, zum Beispiel zum Thema Bundestag. Wenn du schon auf Bundesebene, du schimpfst dich ja selber als Bundesebene, also musst du auch in dem dafür größten Gremium, was es gibt, dem Bundestag präsent sein. Sei es als Gast, sei es als sonst was, wie ich es damals beim NSA-Ausschuss gemacht habe. Das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe. Dann gibt es natürlich NGOs, die du besuchen musst. Es kommt natürlich darauf an, welche Position du im Bundesvorstand hast. Bist du Schatzmeister, solltest du es nicht unbedingt machen. Also das ist, dann machst du es einmal im Jahr, indem du da deinen Rechenschaftsbericht abgibst. Also das gibt halt auch verschiedene Ebenen, die man machen kann oder sollte. Also ein kleines Problem, was wir, denke ich, noch haben, ist, auf aktuelle Entwicklungen in der Tagespolitik geeignet zu antworten. Da gab es viele Diskussionen. Früher war es so der Meinung, ja, da muss ja erst die Basis befragt werden, weil der Bundesvorstand sagt, darf von sich aus nichts sagen. Habe ich früher auch so gedacht, ja. Und dann ist es jetzt erstmal so, wir haben den BEO noch nicht ganz fertig. Wir können also nicht spontan eine Abstimmung machen, obwohl ich weiß, da wird dran gearbeitet und den werden wir dann irgendwann mal haben. Dann ist es jetzt so, dann interpretiert der BUFO das Wahlprogramm möglichst geeignet in unserem Sinne und sagt dann was dazu. Obwohl das eigentlich streng genommen auch nicht mit der Basis abgesprochen ist. Es sei denn durch persönliche Gespräche, indem man sich mal vernetzt hat und weiß, was die anderen denken oder so, aber im Prinzip. Ideal wäre es halt, wenn du natürlich ein Meinungsbild holst, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das wäre ideal. Wenn du selber etwas, sagen wir mal, ein bisschen linker bist, dann interpretierst du das Programm natürlich anders, als wenn du ein bisschen liberaler bist. Da hast du schon recht. Also ideal wäre es, wenn man dieses BEO jetzt am Laufen hätte und eine Meinungsumfrage tätigen würde, dann bist du auf der sicheren Seite und dann kannst du es machen. Aber das muss halt schnell sein, wie du selber sagtest, tagesaktuell. Eine tagesaktuelle Geschichte, die momentan in der aktuellen Stunde im Bundestag passiert, kannst du nicht erstmal eine Woche lang abfragen, liebe Basis, wie sieht das aus? Und dann kannst du auch nicht sagen, ja gut, dann bewerte ich das erstmal, die Umfrage, und dann erst gucke ich mal, was ich dazu schreibe. Ja, dann brauche ich auch gar nicht zu schreiben. Ideal wäre es, wenn es so wie bei den Japanern passiert, da gibt es eine App für jedes Mitglied einer Partei, wo ich mal im Konsulat der Japaner war, die haben einen gezeigt, okay, wir haben hier eine App, jedes Mitglied kriegt die App mit einer ID und dann sagt der Abgeordnete, wie soll ich hier abstimmen? Wie soll ich genau dort abstimmen im japanischen Parlament, liebe Basis? Und dann fragt er ja, nein, und dann kommen innerhalb von zig Sekunden, weil die Japaner sind durchgeknallt, also im positiven Sinne, ja, das Ja oder das Nein von 20.000 Mitgliedern. Und das finde ich ideal. Es gibt ja jetzt schon Apps, wo man Bundestagsanträge mit abstimmen kann. Also das hat keinerlei parteipolitische Bedeutung, also, aber es gibt eine App, eDemocracy oder wie die heißt, ja. Da kann man, ich hab mir das mal angeguckt, das ist Wahnsinn, man hat gar keine Zeit, alles abzustimmen, geschweige denn alles durchzulesen oder so. Deshalb sollte man sich auch vorher die Anträge mal durchlesen. Guckt ihr den Parteitag an? Ja, nein. Deshalb guckt man sich, also du gehst ja nicht zur Abstimmung, also du machst ja die Abstimmung, ist ja egal, ob das jetzt auf Bundestagsebene, Europaebene oder welche Ebene auch immer. Du solltest dir immer die Anträge, die du abstimmst, vorher schon irgendwie durchgelesen haben oder Empfehlungen haben. So meine ich das gar nicht. So. Natürlich sollte man die gelesen haben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt richtig engagiert, das ist ein Fulltime-Job. Da muss ich mir schon was rauspicken. Ich kann nicht zu allem was sagen. Ich muss mir Themen rauspicken und dann dazu abstimmen. Alles andere ist zeitlich nicht zu schaffen, finde ich. Also alle Sachen würde ich auch nicht abstimmen. Kann ich nicht. Es gibt Thematiken, wo ich sicherlich nicht geeignet bin. Aber wenn man Mandatsträger ist, stimmt man ja trotzdem ab. Und dann kann man sicher, das ist ja auch sicherlich jetzt vom Handling machen. Du bist jetzt, was weiß ich, Sozialpolitik irgendwie besser engagiert. Der andere ist für Wirtschaftspolitik, der andere ist für Digitalpolitik etc. pp. Da kann man sich seine Gruppen ja sicherlich aufbauen. Und ich glaube auch nicht, wenn einer digitalpolitisch super aktiv ist, dass er in anderen Bereichen dann unbedingt mit abstimmen muss. Mhm. Das ist ja nicht ein Must-to-have von 100%, sondern wenn du selbst nur 40% abgestimmt bekommen hast von deinen Leuten, dann reicht das ja schon, dass du eine Richtung hast. Du bist ja immer noch Mandatsträger und das ist deine freie Entscheidung. Aber wenn du merkst, du hast 40%
1% ja und 0% nein, dann sollte ich schon irgendwie mit ja abstimmen. Also ansonsten habe ich ein Problem mit meiner Basis, gerade bei der Japanern. Oder hier wäre es noch idealer, wenn das ja wirklich jeder Mandatsträger das hätte. Oder zumindest wir Piraten da irgendwo nach vorne kommen würden. Vision zum Beispiel im Kommunalbereich habe ich gesehen, haben wir einen Wahlkampf gemacht in Frankfurt-Oder. Da haben wir gefordert, WLAN an jeder Straßenlaterne. Das ging in die Presse. Wir haben das Thema bestimmt. Wir haben das Thema dort bestimmt, weil es mal was Neues war. Das war auch unsere Stärken. Wenn wir nur noch das Alte fordern, das fordern mittlerweile alle. Es fordern mittlerweile alle. Wenn wir nach vorne gehen, dann müssen wir auch visionäre Sachen, vielleicht ein bisschen verrücktere Sachen fordern, damit wir auch wieder wahrgenommen werden. Es bringt ja nichts, dass wir nur das fordern, was wir schon vor 10 Jahren gefordert haben. Weil das macht ja jeder. Das machen die Linken, die Grünen behaupten, die wären die besten Digitalleute, die CDU behauptet, das ist, behaupten alle. Aber von uns muss mal wieder eine Forderung kommen, die mal ein bisschen durchgeknallter ist, wo man wieder mal ein bisschen den Charme der Piraten mitkriegt. Da gab es einen Punkt zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Thema. Auf jeden Fall war das ganz groß in der Presse und dann gab es eine Pressemitteilung und die Leute, die den Podcast hören, werden gleich sagen, oh, das war doch das Thema. Fällt mir gerade nicht ein. Das wurde dann auf Bild Online kurzzeitig übernommen oder Computerbild. Mag sein, ja. Mit relativ viel Reichweite. Sowas ist halt ideal, aber das war ein digitales Thema wahrscheinlich und kein anderes Thema. Ja, ich weiß leider jetzt gerade nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil dafür gab es zu viele PMs, die nichts gebracht haben. Ja, gut. Ich habe gerade einen Hänger, das kann ich auch gleich rausschneiden, aber... Alles gut, alles in Ordnung. Naja, ich neige dazu, das möglichst authentisch zu lassen. Ja, lass es doch, alles gut. Ja. Ich habe doch keine Schmerzen mit. Zuhörer werden sich sicherlich freuen, dass wir mal ein bisschen keine Fakten reden oder machen. Also ich versuche nach wie vor, ich bin jetzt seit 2010 Mitglied der Piratenpartei, so in der Tagespolitik Meinungen zu entwickeln. Natürlich habe ich zu allem eine Meinung, aber ich finde es nach wie vor schwierig, in der Öffentlichkeit politische Meinungen zu vertreten, ohne so den gigantischen Shitstorm abzubekommen oder überhaupt so in Diskussionen. Wenn ich mache so die Erfahrung, wenn man mit Profi-Politikern diskutiert, dann sagen, egal welche Partei, wenn das Profis sind, diese und jene Fakten alle müssen für mich sein. Dann kommt der Nächste, genau die andere Meinung. Diese und jene Fakten alle müssen für mich sein. Da weiß ich nicht, wen ich wählen soll. Im Endeffekt wählt man die ehrlichste Partei und da sind die Piraten. Ja, ich würde auch die Piraten wählen. Die sind die ehrlichsten, weil die genau solche Fakten ja gar nicht rüberbringen. Die Piraten versuchen, die Gesellschaft als solches zu verbessern, gerade im Bereich Internet. Gerade im Bereich Digitalen, selbst Startups, KMUs etc. sind für die Piraten wichtig. Wenn du da die Fakten haben willst, das ist ja ein abgedroschenes rhetorisches Mittelchen, was die haben, also sprich, was du sagtest, Fakt 1, Fakt 2, Fakt 3, kann man natürlich bringen. Kann man in der Öffentlichkeit immer bringen, als Journalist sich anhören, ist, aber selbst der Journalist merkt doch sofort, dass der Gegenüber da sehr rhetorisch die 3 Punkte rüberbringt. Und dann wird es ja interessant, wenn man nachhakt. Ja, das habe ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gefragt. Dann wird's man, muss, ja. Man muss nachfragen. Genau, dann kann man muss ja nachhaken. Das ist ja das Oberflächliche, wozu man steht. Das ist ja, man kann ja diese Fakten bei uns nehmen, sozial, digital, Teilhabe oder sonst was dergleichen. Das sind ja einfach nur Fakten. Dann nimmst du ein paar Wörter und dann haust du es raus. Da muss aber der Journalist als solches dann nachhaken. Und da kommt bei uns schon mehr. Das ist ja das Interessante bei den Piraten. Da ist ja nicht nur diese 3 Punkte, dann sind ja viele, viele andere Punkte, die für die Gesellschaft wichtig sind, für die Teilhabe, für das Menschenbild, für die Menschen als solches. Ist ja Lösung, wir bieten ja keine Verbote an. Und das ist ja das Interessante. Wir wollen ja Lösungen haben im Leben. Wir wollen ja Lösungen für die Gesellschaft haben. Und das finde ich immer noch sehr interessant an den Piraten.
Hat es was mit Wahrheit zu tun? Ich meine, ich will ja nicht behaupten, dass die anderen alle lügen, aber sowas mit Aufrichtigkeit oder es so? Es ist schon manchmal schwierig, dass wir immer die Wahrheit sagen und vorher davor warnen. Wenn danach ein Fall X passiert, dann sagen wir, ja, haben wir doch schon vor 10 Jahren gesagt oder vor 5 Jahren. Ja, aber dann ist es schon zu spät. Und dann ist es aber immer fatal schwierig zu sagen, ja, darüber reden wir schon seit 5 Jahren. Ja, wir halten den Spiegel vor uns, ja, haben wir doch schon gesagt. Aber die anderen nehmen das nicht wahr. In dem Moment, wo das passiert, müssen wir genauso rumheulen wie die anderen. Dann funktioniert das. Aber dass wir dann als Meinungsgeber, als visionäre Partei natürlich Schwierigkeiten haben, in die Tagespresse zu kommen, verstehe ich. Weil wir warnen über Sachen, wo manche Leute sich noch gar keine Gedanken machen. Und das ist dann schon schwierig, gerade im Digitalbereich. Also das Problem ist, glaube ich, dass die Wahrheit nicht immer populär ist. Also da gibt es ja so die klassische Situation, da kommt ein Populist, ich sag mal von rechts, hat ganz einfache Statements, ganz einfache so Klopper-Argumente und dann können wir doch auch. Wir wollen nicht, dass ihr das Internet zumacht. Wir wollen nicht, dass Wikipedia runtergefahren wird. Wir wollen nicht, dass das Internet der Stecker rausgezogen wird. Können wir doch genauso. Ist es einfacher, populistischer? Allerdings sind wir nicht so. Davon haben wir nicht mehr viele Populisten in Anführungsstrichen, ja. Dass wir solche komischen Slogans rausbringen. Wir erklären ja noch im Nachhinein, warum wir das blöd finden, warum so ein Thema schlecht ist, warum man da vielleicht eine Lösung ansetzen könnte. Wir können natürlich auch sagen, wie die AfD irgendwelche Knallersprüche loslassen, aber das sind nicht wir. Wir können auch wie die FDP erklären, dass sie digital sind. Die können auch nicht mal einen PC anmachen, die Jungs von der FDP. Das glaubt denen keiner, aber sie versuchen es alle, das ist auch in Ordnung. Aber das Original, was Digitalpartei und digital angeht, bin ich immer noch der Meinung ist, sind die Piraten. Also ich muss gestehen, ich habe mir die Newsletter von FDP, Grünen und SPD bestellt. Macht nichts, ich auch. Habe ich keine. Und CDU bitte, ja? CDU weiß ich gerade nicht mehr, weil ich mit denen nicht so warm werde, habe ich das, glaube ich, gelassen. Ich habe die CSU, finde ich, die AG digital sehr gut bei denen. Okay. Musst du dir mal angucken. Also rein fachlich. Der Rest ist so ein bisschen Hardcore bei denen. Aber die AG. Ja, also ich habe schon mal von Leuten gehört aus Landesverbänden, die haben sich von der parteinahen Stiftung der CSU schulen lassen, weil die das öffentlich angeboten haben. Dann haben die gesagt, ach, gehen wir mal alle zur CSU. Das machen die wohl auch ganz gut, habe ich gehört. Ja, also mag sein, dass ich da noch nicht so perfekt bin. Ich habe ja auch verschiedene Aufgaben. Ich habe den Eindruck, die Piraten werden von dem Standardmitglied einer anderen Partei doch eher ganz oft mit spitzen Fingern angefasst, weil da hat man so Berührungsängste. Oh, wie sind die wohl drauf? Sind die alle so schräg daneben oder kann man mit denen reden? Also ich habe keine Probleme mit anderen Parteien gehabt. Also in meiner Funktion als Polgef oder auch vorher oder auch im privaten Bereich, die Leute haben immer mit angeredet, ja gut, jetzt in der letzten Zeit lästern die ein bisschen über unsere Prozentpunkte. Das ist, finde ich, mal so ein bisschen schmerzhaft. Aber haben Sie ja recht. Was willst du sagen, wenn einer kommt, der ist bei der Partei XY und der kennt mich seit Jahren und sagt, na, 0,4%, bist du zufrieden mit? Nee, bin ich nicht. Aber kannst du diskutieren, hast du noch. Im privaten Bereich, wenn man jetzt den, habe ich auch keine Schwierigkeit mit den Leuten, aber wenn die eine Aufgabe haben, die sind in einer Funktion im Rahmen der Partei. Mhm. Also ihren Vorstand oder so und man spricht die Leute in dieser Eigenschaft an, dann werden sie vorsichtig. Oder? Oder täuscht mich da? Nein? Überhaupt nicht. Ich habe keine Berührungsängste. Funktionen oder Mandatsträger habe ich noch nie Probleme gehabt. Wie gesagt, ich... Aber ich bin auch nicht der Durchschnittspirat. Also, passt schon. Nein, ich habe keine Schmerzen mit. Also, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Naja, vielleicht ist das auch eine Kaffeesatzleserei. Also, ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe ja auch noch kein Mandat gehabt, weil das in meinen Lebensumständen zeitlich einfach nicht drin ist. Mhm. Also Stadtrat oder so, ich kenne Leute, die sind im Stadtrat, das kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Das Stadtrat nicht ist hin. Immer ein bisschen schwierig oder Kommunalrat. Ich bewundere jeden Piraten, der da wirklich kommunal aktiv ist. Ich habe in meinem Team gehört, damals früher bei ein, zwei Kommunalleuten bei Hessen, 2010 oder wann das war, wir haben die Haushaltspläne auseinandergenommen. Es ist schon Arbeit, wenn du sowas hast. Also das macht Spaß, aber es ist schon viel Arbeit. Das ist wesentlich mehr, als man so von vornherein denkt. Es ist nicht, die da irgendwo reingehen. Du musst dann halt für deine Sachen so ein bisschen Mehrheiten suchen. Und das ist schon
komplexer. Also ist ähnlich wie auf Bundesebene oder auf anderen Ebenen, nur ein bisschen kleiner. Aber es ist, jeder, der es macht, der weiß es, das ist schon spannend, was die da machen. Und ich finde es eigentlich immer bewundernswert und respektvoll, dass sie es machen, die Leute. Ist egal von welcher Partei, ich bin da wirklich, das ist so Demokratie live erleben in den Stadträten. Das finde ich schon okay. Na gut, ich hoffe, ich sage ja immer zu den Podcasts, die werden so lang wie sie werden. Ach so. Also wir können gerne noch eine Weile weiterquatschen, wenn uns was einfällt, was für die Hörer interessant ist. Meinst du das schon, Leute? Also wir hatten zuletzt auf der Webseite, wir haben da so ein Proxy vor, da gehen die Meinungen auseinander, also in WordPress gibt es eine Statistik, da haben wir die Anzahl der Hits auf der Seite. Ja. Und dann gibt es ein Proxy dafür, das wird multipliziert. Es gab mal die Aussage, die Anzahl mal 10, oder es gab auch die Aussage, die Anzahl mal 5. Und auf dem Ticker wurde heute hier gesagt, ja, wir haben 500 Zuhörer oder 700 irgendwann. Also ich weiß, populäre Podcasts, da hatten wir nach der Einschätzung zu Hochzeit in den ersten 2 Wochen nach Veröffentlichung 25.000 Klicks pro Woche. Ja, ist doch gut. Und da sind wir weit von weg. Deswegen, ich bin froh, wenn es jemand hört. Aber wir haben auch so ein paar technische Probleme. Ich will da niemanden anschwärzen, aber ich habe allein nicht die Kompetenz, ich habe nicht die Logins, um das zu verfolgen. Aber unser RSS-Feed von dem Podcast auf iTunes, der funktioniert manchmal und manchmal nicht, im Moment nicht. Und dann, und wenn man das dann in der persönlichen Podcast-App nicht abbekommt, dann hat man auch keine Lust, immer auf die Seite zu gehen und sich das anzuklicken und runterladen und so. Mhm. Und naja, ich habe auch schon mal Tickets geschrieben, da ist dann, tut mir leid, es ist nichts passiert, ist auch schon lange her, aber muss man immer nachhaken. Also die haben ja auch viel zu tun und soweit ich weiß, ist ja die IT jetzt irgendwo gewechselt, weiß ich ja nicht. Ja, wir werden von der Bayern IT gehostet und das funktioniert auch sehr gut, wir sind sehr zufrieden damit. Okay. Aber wie gesagt, so dieses Detail, mich persönlich stört das. Wir hatten auch das Problem, dass man auf iTunes seinen persönlichen Podcast anmelden kann. Das hat damals ein Pirat gemacht. Mhm. Und das läuft immer noch offensichtlich auf seinen Namen. Und streng genommen weiß ich auch nicht, welcher Pirat das war. Wir haben es einfach benutzt. Okay. Und im Moment funktioniert es halt nicht mehr. Und wir sind auch ein bisschen abgeschlafft. Also wir hatten mal einen Artikel pro Tag, mhm, dann einen Artikel pro Monat. Und jetzt hatten wir eine längere Pause, ganz ohne Artikel. Mhm. Und das heißt nicht, dass die Leute weg sind. Also ich persönlich habe bewusst die Zügel schleifen lassen, weil ich merke, dann brauche ich das einfach. Also okay, ich habe jetzt schon wieder viel zu viele Hüte auf. Ja, das muss man. Ich würde das mit dem Podcast immer machen. Du bist so sehr gut. Ja, also hat mir mal Spaß gemacht mit dir. Ja, mir macht das auch Spaß. So, ich würde mal ganz gerne jetzt wieder reingehen und gucken, wer gewonnen hat. Ich bin ein bisschen neugierig. Gut, vielen Dank für das Gespräch und dann würde ich sagen, bis die Tage mal. Genau. Wir können ja mal wieder irgendwas anderes machen. Das ist ja kein Problem. Ich danke, dass ihr zugehört habt alle und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Vormittag oder wann auch immer ihr das hört. Okay. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.